Ja, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich freue mich, Sie heute im Namen der Außenwirtschaft Austria und des Exportcenter Oberösterreich in unserem Panel zu aktuellen Infrastrukturprojekten in Asien begrüßen zu dürfen. In den nächsten 45 Minuten werden wir mit Ihnen erörtern, welche Veränderungen beispielsweise auch die Corona-Pandemie auf die aktuellen Entwicklungen in Asien gehabt hat, welche Geschäftschancen für österreichische Unternehmen vor Ort bestehen und wie wir sie auch bei der ein oder anderen Geschäftschance unterstützen können. Und ich freue mich, dass wir hier auch erstklassige Referentinnen und Referenten heute wieder mit an Bord haben. Herzlichen Dank schon auch mal an Sie für Ihre Beiträge heute. Ich darf Ihnen auch die Referenten und Referentinnen kurz vorstellen. Zunächst einmal fange ich an mit dem Herrn Peter Istian Hölzel von der Asiatischen Entwicklungsbank, die Christina Stieber, unsere stellvertretende Wirtschaftsdelegierte in Manila, den Herrn Ferdinand Schipfer, Abteilungsleiter für internationale Beziehungen und Analysen von der ÖKB und last but not least Herrn Ewald Karl von der Global Hydro Energy GmbH. Ich darf nun gleich Herrn Peter Istian Hölzel von der Asiatischen Entwicklungsbank herzlich einladen, uns einen Überblick über die aktuellen Infrastrukturentwicklungen in Asien und auch die damit möglicherweise verbundenen Herausforderungen für die Region zu geben. Herzlichen Dank. Ich möchte gerne auf drei Punkte eingehen. Asiens Infrastructure Gap, die aktuellen Entwicklungen, nach denen Sie fragten, und die Herausforderung der steigenden Verschuldung. Erstens zum Infrastructure Gap. Ich glaube, grundsätzlich schadet es nicht, sich in Erinnerung zu rufen, dass die Region nach wie vor einen riesigen Bedarf an Infrastrukturinvestitionen hat. Das betrifft die Bereiche Energieversorgung, Transport, Telekommunikation, Wasser. Hier herrschen immense Lücken, die zu schließen sind. Es verwundert also nicht, dass die EDB gerade in diesen Sektoren traditionell am stärksten vertreten ist. Transport macht zum Beispiel ein Viertel des Portfolios aus, Energie ein Fünftel, Wasser und Abwasser ungefähr 10%. Und grundsätzlich ist die Herausforderung natürlich, diese Investitionen zu finanzieren und möglichst nachhaltig zu gestalten. Das heißt, grün und resilient in Bezug auf Klimawandel und inklusiv in Bezug auf einkommensschwache und marginalisierte Gruppen oder Frauen. Zu meinem zweiten Punkt, zu den aktuellen Entwicklungen bei Infrastrukturinvestitionen. Das sind Entwicklungen, die durch die Pandemie und den Klimawandel aufgezeigt und beschleunigt wurden und auch gleichzeitig durch bereits länger bestehende Trends wie zum Beispiel Urbanisierung, demografischer Wandel und erhöhte Handelskonnektivität geprägt sind. Vier Bereiche scheinen sich momentan besonders stark abzuzeichnen. Das sind öffentliche Gesundheit und medizinische Grundversorgung, Digitalisierung und ICT, Investitionen in erneuerbare Energien und Investitionen im Zusammenhang mit Konnektivität und regionaler Kooperation. Das heißt, im Bereich öffentlicher Gesundheit sind das konkret Infrastrukturinvestitionen im Zusammenhang mit Wasser und Abwasser, Sanitäreinrichtungen, bauliche Maßnahmen für leistbares Wohnen, um informelle Siedlungen zu reduzieren. Also alles, was im urbanen Bereich ein erhöhte Hygienestandards fordert. Und natürlich Investitionen in die medizinische Grundversorgung selbst. Zweitens zu Digitalisierung und ICT. Die Pandemie hat so wie sonst auch auf der Welt die digitale Transformation beschleunigt. Man denkt an unser Event heute, Homeoffice, Homeschooling, diverse digitale Finanzdienstleistungen, GovTech und so weiter. All das erfordert eine verbesserte Infrastruktur für digitale Konnektivität, Internet, Mobilfunk in den entlegenen Regionen, eventuell Satellitentechnologie und natürlich die notwendige Versorgungsinfrastruktur dazu, das heißt insbesondere Zugang zur Elektrizität. Das bringt mich zur dritten aktuellen Entwicklung, dem Bereich erneuerbare Energien. In den letzten Jahren hat der technologische Fortschritt hier erneuerbare Energien in den meisten Fällen günstiger werden lassen als herkömmliche fossile Energieträger. Außerdem ist heuer wieder ein Jahr, in dem die internationale Klimapolitik wieder Schwung aufnimmt. Wir haben im November den Klimagipfel COP26 und das Faktum, dass
Investitionen in erneuerbare Energien stärkere Beschäftigungsimpulse vor Ort schaffen als herkömmliche Energiequellen. Diese Faktoren haben wirklich diesen Trend beschleunigt. Sie wissen, die Amerikaner haben eine Kehrtwende vollzogen in der Klimapolitik. China hat jüngst angekündigt, seinen Kohleverbrauch ab 2025 zu reduzieren. Und das sind alles Faktoren, die dazu beitragen, dass das wirklich momentan ein boomender Bereich ist. Jetzt an die EDB denkend, sowie andere internationale Finanzinstitutionen hat sie Klimaziele gesetzt. Es wird erwartet, dass diese im Vorfeld des Klimagipfels ambitionierter werden. Und es wird momentan auch die Energy Sector Policy überarbeitet, die eine Finanzierung fossiler herkömmlicher Energieträger wahrscheinlich schwieriger gestalten wird. Zum letzten Feld, zur letzten Entwicklung im Bereich Konnektivität und regionale Kooperation. Wir haben gesehen, Regierungen haben sich in Reaktion auf die Krise nach innen gerichtet. Für den Wirtschaftsaufschwung wird es erforderlich sein, die Volkswirtschaften wieder zu öffnen. Das heißt, konkrete Beispiele hier sind Investitionen, um Lieferketten widerstandsfähiger zu machen, Lagerhäuser, Lagerinfrastruktur, eine modernisierte und effizientere Hafeninfrastruktur oder auch regionale Energieprojekte mit grenzüberschreitenden Stromleitungen und Investitionen, um Grenzverkehr effizienter abwickeln zu können. Regionale Kooperation und Integration ist einer der operativen Prioritäten der EDB. Dementsprechend aktiv ist die Bank in dem Bereich. Zu meinem letzten Punkt, der Herausforderung der steigenden öffentlichen Verschuldung. Auch das ist eine direkte Auswirkung der Pandemie. Der Trend, der schon davor bestanden hat, hat sich dadurch maßgeblich verschärft. Und es wird die Herausforderung sein, die nötigen Mittel für Infrastrukturinvestitionen aufzutreiben. Um das zu bewerkstelligen, arbeitet man an Steuerreformen. Die EDB ist jetzt immer aktiver geworden im Bereich Domestic Resource Mobilization, aber gerade auch im Bereich Green Finance und in der Vereinheitlichung von Standards und glaubwürdigen Zertifizierungen sieht man großes Potenzial, um Ressourcen zu mobilisieren aus dem Privatsektor, von institutionalen Anlegern, vom Kapitalmarkt. Auch innovative Finanzierungsinstrumente werden immer wichtiger, Thematic Bonds, ein De-Risking von Projekten, damit sie für Investoren akzeptabel werden. Das sind alles Bereiche, wo weiter Arbeit notwendig sein wird. Ja, vielen Dank für diesen ersten sehr guten Einblick über den Status quo der Infrastrukturentwicklungen in Asien. Darf ich vielleicht da kurz noch einmal nachhaken, gerade wenn es um die Entwicklungen jetzt im Zuge der Pandemie geht? Wenn Sie jetzt so die Top 3 der Latest News zusammenfassen können, also welche Projekte nehmen jetzt besonders an Fahrt auf, ja, und was hat man jetzt vielleicht so ein bisschen hinten angestellt, weil man eben im Zuge dieser Gesundheitskrise gemerkt hat, das ist jetzt vielleicht nachrangig. Also wo wird hauptsächlich investiert? Ich glaube, die aktuellen Entwicklungen, die ich bereits vorher genannt habe, zeigen da ein sehr gutes Bild. Allgemein muss man sagen, dass die Pandemie weiterhin für ein unsicheres Umfeld sorgt. Sie ist ein asymmetrischer Schock. Länder sind ungleich davon betroffen und Regierungen konnten in unterschiedlicher Größenordnung darauf reagieren. Das ist sozusagen das Umfeld, vor dem man sich bewegt. Und positiv erscheint, dass die jüngsten Wirtschaftsprognosen für heuer und für nächstes Jahr wieder ein stärkeres Wirtschaftswachstum voraussehen. Und gerade güterexportierende Volkswirtschaften wie China, die auch die Pandemie unter Kontrolle bringen konnten, rascher als andere, werden da profitieren. Andere Volkswirtschaften, die stärker vom Tourismus abhängig sind, wie Thailand, Georgien, diverse pazifische Inselstaaten, die werden da schwieriger und länger damit zu tun haben. Und
Ja, der EDP ging es ähnlich wie so vielen anderen Unternehmen. Die Lockdowns und Reisebeschränkungen haben wirklich das Geschäft verzögert und verkompliziert. Und die Gegenmaßnahmen oder die Reaktion darauf war einfach, verstärkt auf lokale Ressourcen zurückzugreifen und nach Möglichkeit die virtuellen Möglichkeiten auszuschöpfen. Aber wie gesagt, das sind Ansätze, aber ein Normalgeschäft ist natürlich schwierig. Konkret zu den Bereichen, die sich weiter bewegen oder wo es wieder zu einem Aufschwung kommt. Ich meine, ich habe mir in diesem Zusammenhang die Projektpipeline für das heurige Jahr angesehen. Grundsätzlich wird das wieder eine extrem starke Pipeline sein, ein Volumen ähnlich des letzten Jahres und auch viele Operationen. Die Institution versucht, ihr Normalgeschäft fortzuführen und gleichzeitig ihrer Rolle in der Krise gerecht zu werden. Das heißt, wir sehen im Bereich Energie, Transport, Wasser, diese Projekte werden vorangetrieben. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Signal. Das sind die Bereiche, in denen die Institution stark ist, in denen sie Expertise hat und ein verlässlicher Partner sein wird und weiterhin ein verlässlicher Partner sein wird. Ja, vielen Dank für diesen Überblick, den Sie uns da jetzt gegeben haben. Das ist natürlich sehr spannend und interessant, auch für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor den Bildschirmen. Ich darf den Ball jetzt gleich weiterspielen zu Christina Stieber, unserer stellvertretenden Wirtschaftsdelegierten in Manila. Ja, unsere Außenwirtschaftscenter lokal vor Ort sind für Sie, liebe Unternehmer und Unternehmerinnen, natürlich Ansprechpartner Nummer eins in der Kontaktaufnahme, in der Etablierung von Geschäftsbeziehungen. Christina, möchtest du uns einmal informieren über laufende Projekte vor Ort? Wie nimmst du wahr, sind derzeit die Geschäftschancen für unsere Unternehmer und Unternehmerinnen? Ja, vielen lieben Dank, Alexandra, und ein herzliches Hallo aus Manila. Ich freue mich sehr, dass ich bei diesem Panel dabei bin. Für die Philippinen ist ja gerade der Bereich Infrastruktur, ich sag mal, ein rettendes Steckenpferd für die Nach-Covid-Zeit. Damit sind wir natürlich mit den Philippinen auch in einer guten Gesellschaft, weil ich glaube, das Thema Infrastruktur, Investitionen in Infrastruktur ist für die ganze Region Asien das Schlüsselthema schlechthin für die Zeit nach Covid. Und damit werde ich auch Covid nicht mehr in den Mund nehmen. Also dieses C-Wort lassen wir hiermit bleiben. Ich konzentriere mich damit auf Themen, die auch Peter Istian Hölzl schon angesprochen hat. Wenn es um Chancen, um Geschäftschancen für österreichische Unternehmen geht. Und ich bin auch sehr froh, dass wir mit Ewald Karl einen ganz erfolgreichen Vertreter der österreichischen Wirtschaft hier auf unserem Panel haben und freue mich dann auch schon auf seinen Input und seine Sichtweisen für diese Region, der sie ja auch schon bereist hat in diesen letzten Monaten. Grundsätzlich möchte ich vorausschicken, um auch ein wenig den Kontext, den Peter Istian Hölzl schon wunderbar gegeben hat, noch einmal zu konkretisieren. Und zwar im Sinne, damit Sie sich auch ein Bild davon machen können, von welcher Masse und von welcher Größe hier mit dieser Region wir eigentlich reden. In Asien leben rund 60% der Weltbevölkerung. Außerdem, und das sind auch Zahlen und Taten, die großteils schon gesichert sind, wo man sagt, also bis 2040 kommen auch rund 60% der Infrastrukturausgaben hier aus dieser Region. Also das ist massig Geld, das hier von diesen Ländern zur Verfügung gestellt wird oder auch investiert wird genau in all diese Infrastrukturbereiche, die wir auch schon erwähnt haben, von Verkehrsinfrastruktur über Wasserversorgung, über Transport, Logistik, IT und natürlich auch Renewable Energy, also erneuerbare Energien. Wenn man diesen Gesamtbetrag jetzt mal hernimmt, dann schätzt man auch, dass
wie 35% dieser Infrastrukturausgaben in den Bereich Straße, Schiene, Flughäfen, Ausbau von Flughäfen fallen wird. 34% in Energie und davon ein Drittel allein schon in erneuerbare Energie. Also auch hier im Hinblick auf ein Energieportfolio, das auch sehr, sehr stark Rücksicht darauf nimmt, wie man dem Klimawandel auch begegnen wird. Und all diese Faktoren, all diese Investitionen in all diese Bereiche, die haben natürlich für Österreich eine große Chance, bieten österreichischen Unternehmen natürlich eine riesige Chance. Wir sind in so vielen Bereichen Technologieführer. Also es gibt ja so viele von diesen Hidden und auch nicht so Hidden Champions bei uns, die natürlich hier ein Angebot haben, das allen Ländern zur Verfügung gestellt werden kann. Und das muss man ja auch immer bedenken, wenn man jetzt über Asien redet. Asien ist kein homogener Kontinent. Also man hat Technologieführer und fortgeschrittene Wirtschaften wie Japan, wie Korea, wie zum Großteil auch schon China. Und dann hat man die Emerging Markets, also die aufstrebenden Regionen da aus meiner Region, also in meiner Nachbarschaft, wie Thailand, Malaysia, auch Indonesien. Und hier sind natürlich die geforderten oder die Produktgruppen, die, mit denen man hier Geschäfte machen kann, mit denen man hier erfolgreich sein kann, natürlich ganz anders. Und das ist natürlich dann auch die Herausforderung an die Unternehmen, ein Produktportfolio vorzubereiten oder anzubieten, das den Herausforderungen oder den Notwendigkeiten des jeweiligen Marktes dann auch entspricht. Aber wie gesagt, hier kommen dann natürlich dann auch die besonderen Qualitäten österreichischer Unternehmen wieder zum Vorschein. Das ist auf der einen Seite diese Konzentration auf eine Lösungsorientierung, auf darauf zu achten, was der Kunde dann tatsächlich benötigt. Also ihm jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Bentley zu verkaufen, wenn er vielleicht einen SUV, einen VW-SUV benötigen würde oder so. Also das ist auch eine der Stärken, und das sehe ich auch in meinen Gesprächen mit den Unternehmen immer wieder, diese Fähigkeit, sich auf den Bedarf der Kunden einzustellen. Und das, glaube ich, ist etwas, womit wir in der Zeit, die jetzt kommt und in der wir dann auch aktiv sein, sicher punkten werden können. Ja, danke, Christina, für deinen Beitrag. Wie darf ich mir das denn jetzt als Unternehmen, das interessiert ist, jetzt kann man nicht sagen, für den asiatischen Markt, weil wie du schon gesagt hast, der asiatische Markt ist irrsinnig groß. Ja? Also es macht ja einen deutlichen Unterschied, ob ich jetzt nach China gehen möchte oder eben vielleicht nach Vietnam oder Philippinen. Da ist natürlich ein großer Unterschied in der Marktbearbeitung und wie gehe ich das Thema an. Aber gerade jetzt auch vor dem Hintergrund der Projekte, die von der EDB da vielleicht auch ein bisschen mit betreut werden, wie gehe ich denn an so etwas heran, wenn ich jetzt als Unternehmer mir denke, ich habe eine Geschäftsidee, die wird da vielleicht genau drunter passen. Ich habe das ein oder andere im Portfolio, wo sich auch lokale Behörden und Entscheidungsträger vielleicht was davon erwarten können und was für die hilfreich sein kann. Wie gehe ich denn das so rein operativ einmal an? Naja, ich würde mal vorschlagen, entweder zum Telefonhörer zu greifen, mich anzurufen oder meine Kollegen in der Region anzurufen oder uns eine E-Mail zu schreiben. Das ist mal ein guter Start, einfach mit uns einmal in Kontakt zu treten, zu erzählen, worum es denn geht, welche Idee man hat oder welches Produkt man hat, und dann einfach auch uns schon einmal herausfordern auch und sagen, ja, und was kann man denn damit in der Region machen? Oder wo sehen Sie denn Chancen und Möglichkeiten, hier in der Region mit diesem Produkt zu realisieren und Erfolg zu haben? Also das ist mal grundsätzlich der erste Schritt. Dann natürlich sich zu informieren, und die ADB zum Beispiel hat ja eine unendliche Quelle an Information und die man da auch kostenlos und teilweise sehr unkompliziert, an die man herankommen kann. Das ist einmal eine auch sich einfach bewusst zu machen, was wird denn benötigt, was ist notwendig, was brauchen die einzelnen Staaten, die einzelnen Kunden, die Regierungen denn tatsächlich. Also man muss sich schon, und ich freue mich dann auch schon, wenn Ewald Karl dazu Stellung nimmt, man muss sich dann schon auch damit auseinandersetzen. Also und du hast das ja auch in deiner Anmoderation erwähnt, eine Lösung
passt nicht für alles. Also man muss sich da schon darauf auch einlassen, was denn jetzt tatsächlich in den einzelnen Staaten, in den einzelnen Ländern gefordert wird. Und dann natürlich ein Commitment zu zeigen. Also der asiatische Markt ist sicher nicht ein Markt, den man jetzt im Vorbeigehen bearbeiten kann. Also dieses Commitment bedeutet dann natürlich auch ein Ressourcen-Commitment, ein zeitliches Commitment und auch ein Commitment im Sinne von sich präsent zu sein, sich zu zeigen, immer wieder in der Region oder bei den Kunden oder bei potenziellen Kunden aufzuschlagen und zu sagen, okay, arbeiten wir gemeinsam, fangen wir an mit einer Partnerschaft, schauen wir, was wird benötigt, wie können wir darauf reagieren, auch als österreichisches Unternehmen. Also Beharrlichkeit, Konsistenz, Commitment, persönliche Kontakte pflegen, all das, also alles auch in einer langfristigen Periode zu sehen und jetzt nicht zu erwarten, das geht jetzt von heute auf morgen. Und dann sich ein Netzwerk schaffen, sowohl im Land hier, in den einzelnen Ländern, als auch in Österreich. Und da gibt es tolle Institutionen, die dazu da sind, hier den Exporteuren zu unterstützend unter die Arme zu greifen und dann diesen Weg dann auch gemeinsam zu gehen. Danke, Christina. Beim Stichwort Netzwerk aufbauen, du hast mir die perfekte Überleitung eigentlich geliefert für unseren nächsten Beitrag von Ferdinand Schipfer von der ÖKB, weil so ein, der Schritt in einen fernen Markt ist ja natürlich immer auch sehr kostenintensiv und auch mit finanziellen Risiken verbunden. Und gerade in diesem Zusammenhang braucht man natürlich auch einen verlässlichen Partner, der einen da entsprechend auch zur Seite steht. Und umso mehr freue ich mich jetzt auch auf den Beitrag von Herrn Schipfer. Vielen Dank. Danke sehr für die Einladung. Ja, tatsächlich. Nicht, dass es daheim keine Risiken gäbe, aber je weiter weg die Absatzmärkte und die Geschäftspartner sind, desto größer die Unsicherheiten als für Exporteure und Banken. Und das gilt gleich doppelt, nämlich wenn ein Importeur, wenn ein Käufer eine Maschine beispielsweise nicht sofort bei Lieferung zahlen will, sondern vielleicht fern verschoben in weiter Zukunft und einen Kredit auch noch fordert, dann steigt die Unsicherheit gleich noch mehr. Und genau da kann die Kontrollbank jetzt ein guter Partner für die Wirtschaft sein, für Sie als Exporteur sein. Wir können mit Rückendeckung der Republik Österreich, präzise des Finanzministeriums, nämlich die Exportförderung in Österreich managen. Wir dürfen das machen und können, anders als der private Versicherungsmarkt, politisch riskante Märkte versichern, große Beträge versichern, große Projekte versichern und auch sehr lange Kreditlaufzeiten versichern. Die Kapazitäten des privaten Marktes sind verständlicherweise limitiert, aber durch die Rückendeckung des Bundes eben gehen auch ganz, ganz ungewöhnliche Projekte. Aber auch kleine, also bitte kommen Sie auch mit kleinen Ersatzteilgeschäften zu uns. Auch da können wir etwas tun, weil wiederum durch die Rückendeckung der Republik haben wir eine Art Lizenz zum Fördern. Wir müssen also nicht so sehr auf die Stückkosten achten, wie die Commerzbanken das tun müssen. Wir können auch ganz kleine Geschäfte, wir tun das auch ständig, unterstützen. Hauptsache das Portfolio, das gesamte Portfolio stimmt. Also wenn es in der Gesamtrechnung ausgeht, und das tut es jetzt seit 20 Jahren in jedem einzelnen Jahr, dann ist der Bund zufrieden, wir sind auch zufrieden und dann können wir auch diese Mischung von großen und ganz kleinen Projekten da unterstützen. Der zweite Charme der Kontrollbank liegt in der Finanzierung, in günstigen Geldern. Wiederum können wir mit der Rückendeckung der Republik Österreich günstiges Geld aufnehmen und dann dafür sorgen, dass die Käufer in Vietnam, in Laos, auf den Philippinen und so weiter de facto von den guten Beschaffungskonditionen der Republik Österreich dann profitieren. Also wir leiten diese günstig aufgenommenen Mittel auch sehr, sehr günstig, meistens über Geschäftsbanken weiter. Schließlich noch eine Facette, die ganz interessant ist für viele Unternehmen und vor allem für jene, die Infrastrukturprojekte machen, also Geschäfte, die sich nicht selber refinanzieren können, die sich nicht gut selber rechnen können, wie Ausbildung, Medizinbereich, auch Umweltschutz. Hier können wir mit sogenannten Softloans sogar subventionierte, sehr begünstigte Kredite ausreichen. Und diese Softloans haben
einen doppelten Effekt quasi. Erstens einmal haben die Käuferländer billigstes Geld und zweitens, sie dienen auch quasi als Markteinstieg für die österreichischen Firmen, die mit sehr günstigen Krediten beginnen und dann aber hineinwachsen in die Rolle von normalen Exporteuren, die zu ganz gewöhnlichen Bedingungen ihre Geschäfte dann fortsetzen können. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen ersten spannenden Einblick. Ich darf Ihnen dann zu einem späteren Zeitpunkt dann auch ein bisschen tiefer graben, sozusagen. Ja. Jetzt darf ich noch einmal kurz zu Christina, zu dir überleiten, auch wenn du vorhin schon gesagt hast, das Wort Covid möchtest du heute nicht mehr in den Mund nehmen. Jetzt muss ich dich trotzdem noch einmal damit konfrontieren, da wir ja doch schon seit über einem Jahr eigentlich in dieser Krise leben und uns die Krise vielleicht auch ein Stück weit vor Augen geführt hat, welche Auswirkungen unser Lifestyle, unser tägliches Miteinander auf unseren Planeten hat. Ja. Und Regierungen und auch wir selber müssen anfangen, vielleicht gewisse Handlungsweisen auch zu überdenken und Projekte in Angriff zu nehmen, um dem Herr zu werden. Jetzt einmal aus deiner Einschätzung vor Ort, wobei das vor Ort ist natürlich jetzt wieder relativ, ja, weil du bist auf den Philippinen, aber mal so von der unmittelbaren Region. Wo siehst du, dass es da vielleicht ein Umdenken gegeben hat, ja, dass die Regierungen vielleicht doch andere Projekte jetzt sich fokussieren? Welche Strategien werden da jetzt adaptiert oder neu aus dem Boden gestanzt sozusagen? Danke dir für diese Frage. Ja, das Thema Klimawandel ist natürlich hier in der Region bei den Regierungen angekommen. Nicht zuletzt auf den Philippinen, die ja eines, auch aufgrund der geografischen Lage, auch aufgrund der Beschaffenheit als Inselstaat, natürlich eines der Länder der Welt sind, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sein werden. Aber nicht nur. Man geht ja, ein Report von McKinsey ist ja auch zum Beispiel davon ausgegangen, dass Asien stärker als alle anderen Weltregionen vom Klimawandel betroffen sein wird. Und die Regierungen hier nehmen das schon sehr ernst und haben wahrscheinlich auch die Zeit jetzt dieser Pandemie dazu genutzt, gewisse Prioritäten auch im Regierungsprogramm zu setzen. Das heißt, Prioritäten im Sinne von Investitionen vermehrt in erneuerbare Energien. Ich meine, da kann ich jetzt von meinem Land, von den Philippinen sprechen, dass man sehr wohl zum Beispiel davon dahergegangen ist und gesagt hat, nur der Anteil der erneuerbaren Energie muss im Energieportfolio gesteigert werden und zwar mit sehr ehrgeizigen Zielen, dass man herangegangen ist. Das wird aber jetzt, das ist jetzt zum Beispiel für die Philippinen, das geht in anderen Ländern genauso. Auch das Thema Logistik, Transport, wie kann der nachhaltiger, grüner gestaltet werden, ist auch ein Thema, das hier ein sehr aktuelles Thema ist und hier natürlich auch im Hinblick auf den Klimawandel beurteilt werden muss. Was natürlich auch ganz groß hier ein Thema ist und deshalb ist ja auch wahrscheinlich der Report von McKinsey darauf hinausgegangen, dass man gesagt hat, Asien ist besonders davon betroffen vom Klimawandel, ist, dass man hier ja einen irrsinnigen Urbanisierungsgrad hat. Und die Städte, diese riesigen Megastädte, die es weltweit gibt, ja der Großteil hier in der Region in Asien zu finden sein wird, teilweise auch in Küstenlagen. Das heißt, ein Ansteigen des Meeresspiegels hat für diese Megastädte ja natürlich eine verheerende Auswirkung. Und wahrscheinlich haben viele der Zuhörerinnen und Zuhörer ohnehin auch schon davon gehört, dass man Indonesien jetzt überlegt, die Hauptstadt Jakarta jetzt zu verlegen, einfach aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels. Was natürlich auch ein Thema sein wird und auch hier all diese Themen, die ich anspreche, sind in weiterer Folge natürlich auch Chancen für österreichische Unternehmen. Weil wenn es darum geht, Wasserversorgung in Zeiten einer größeren Dürren oder längerer Dürren zu gewährleisten, dann gibt es Lösungen, auch vor allem Technologielösungen österreichischer Unternehmen, die genau darauf hin ausgerichtet sind. Wenn es jetzt auch darum geht, dass man die Landwirtschaft, die produzierende Landwirtschaft dass man sich hier umdenken muss, dass man hier überlegen muss, wie kann man eine steigende Bevölkerung, wie sie eben hier in Asien ist, wie kann man die
in Zeiten eines Klimawandels ernähren. Das kann man nur, indem man wahrscheinlich effizienter produziert, indem man Wasser ressourcenschonender produziert. Und da muss man sich dann darauf einstellen, dass man sagt, okay, das kann man nur mit besserer Technologie, mit fortschrittlicher Technologie, mit Digitalisierung im gesamten Bereich, mit Smart-Lösungen, gerade auch im urbanen Bereich. Das heißt, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, auch gerade für österreichische Unternehmen hierher zu kommen und zu sagen, wir unterstützen euch. Also wir kommen mit einer Lösung. Wir haben da etwas für euch, damit ihr resilienter seid, damit ihr eure Infrastrukturinvestitionen auch nachhaltiger gestalten könnt. Hier haben wir etwas und das müsst ihr euch anschauen. Und das ist wichtig und damit funktioniert das dann. Also hier, wie gesagt, große, große Chancen auch dank des Umdenkens. Ja, danke. Danke, Christina. Jetzt darf ich den Ball noch einmal zurückspielen zu dem Herrn Schipfer. Aus Sicht der ÖKB, wenn Sie jetzt das letzte Jahr zurückblicken, gibt es eine Art Lesson Learned? Gibt es irgendetwas, wo man sich anders ausrichten kann im Hinblick auf solche Krisen? Oder wo lohnt es sich als Unternehmen zu investieren? Gibt es innovative Ansätze, vielleicht auch Kooperationsmöglichkeiten, die man in Zukunft, an die man denken sollte? Ja, danke. Also wir haben schon gehört oder alle wissen, dass die Performance der Region, über die wir heute sprechen, und auch die Perspektiven der Region bedeutend besser sind als die globalen oder die in Europa. Darum ist die Garantiepolitik der Kontrollbank oder des Bundes genau genommen, vor der Krise schon, aber auch nach der Krise, für praktisch alle Länder sehr offen und wirklich großzügig und bewusst beibehalten wurden. Großzügig. Was wir in den letzten Jahren aber schon begonnen haben, haben wir jetzt durch die Krise verstärkt eigentlich noch fortgesetzt, nämlich, dass wir offensiver werden, dass wir versuchen, unerwartete Türen zu öffnen. Das geht immer nur gemeinsam mit den Außenhandelsstellen, Außenwirtschaftsstellen, Außenwirtschaftszentren. Ja. Und wir machen das jetzt in mehreren Märkten schon sehr intensiv. Zwei konkrete Beispiele dazu sind Kreditlinien, ungebundene oder scheinbar ungebundene Kreditlinien. Und das zweite sind Drittlandskooperationen. Bei den Kreditlinien beispielsweise mit China oder mit Indonesien jeweils 500 Millionen Euro, teilweise konzessionell, also das haben wir vorhin in Indonesien, bei China natürlich nicht mehr, aber damit sollten tatsächlich neue Geschäftsmöglichkeiten für Firmen eröffnet werden. Die Verhandlungen sind nicht einfach, also die sind ziemlich mühsam, muss ich gestehen, aber wir sind, glaube ich, im Finish. Und wir wollen das unbedingt dann auch fortsetzen und wiederholen in Vietnam oder auf den Philippinen. Zweites Beispiel, Drittlandskooperationen. Mit diesen Drittlandskooperationen wollen wir wiederum Partnerschaften da kreieren, die es vorher nicht gegeben hat. Wir sprechen dazu Generalunternehmer. Begonnen haben wir in Portugal, dann Spanien, Italien, aber auch Türkei. Generalunternehmer an, die mit den österreichischen Firmen in der Vergangenheit noch nicht so intensiv kooperiert haben wie deutsche oder schweizerische oder skandinavische. Und schauen, dass wir österreichische Mittelbetriebe quasi einschleusen, auch Kleinbetriebe einschleusen in Großprojekte. Eben wie gesagt, funktioniert nur gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und wir sind ganz zuversichtlich, dass wir durch diesen proaktiven Approach dann neue Türen aufmachen können. Das ist umso günstiger jetzt für die Firmen und so auch für die Generalunternehmer, als die Kontrollbank ja mit der Finanzierung, mit der Refinanzierung von Projekten auch einen institutionellen Vorteil quasi hat gegenüber anderen Exportkreditagenturen. Wir können sogar Projekte oder Gesamtfinanzierungen für größere Projekte machen, auch wenn die österreichischen Firmen nur, Anführungszeichen wiederum, als Zulieferer, als Sublieferanten dort agieren. Also setzen wir fort und hoffentlich bald auf den Philippinen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass gerade diese Drittlandskooperationen natürlich auch den Charme haben, dass man nicht alleine sich auf den Markt traut sozusagen, sondern das eben mit einem Generalunternehmer gemeinsam machen kann,
und ja, sich so einmal den Markt erschließt. Ja. Vielen Dank, das ist natürlich sehr spannend, auch für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Jetzt sind wir schon beim Thema Klimawandel und Green Energy. Das führt mich natürlich zu unserem heutigen Firmentestimonial, einem sehr erfolgreichen oberösterreichischen Unternehmen, der Global Hydro Energy. Vielen Dank, Ewald, dass du dir da die Zeit genommen hast und uns so ein bisschen aus deinem Nähkästchen erzählst. Was hast du für Tipps parat für noch nicht in Asien erfahrene Unternehmer, wohl wissen, dass man jetzt Asien natürlich nicht als großes Ganzes betrachten kann? Ja? Ich darf dir gleich mal das Wort weitergeben und wir freuen uns auf deinen Bericht. Alexandra und Christina, ich danke recht herzlich für die Einladung zu diesem Event und dass ich auch mitmachen darf und auch kurz meine Sichtweise darstellen darf. Und natürlich ist die gesamte Region Asien ein sehr wichtiger Markt für uns und speziell Südostasien, für welchen ich eben auch persönlich als Area Sales Manager verantwortlich zeichne. Dieser Markt liegt mir natürlich dadurch sehr am Herzen. Umso schwieriger natürlich jetzt, dass es zu akzeptieren ist durch diese strikten Reisebedingungen oder Reisebeschränkungen oder auch, dass Kunden zum Teil gar keine Besuche haben wollen, dass wir eben diese direkte Kommunikation mit unserem Kunden nicht führen können. Das ist eben ein definitiver Nachteil aktuell, der uns ein bisschen schmerzt. Gehen wir davon aus, es wäre Business as usual und wir könnten durch die Weltgeschichte reisen, wie wir es vor Corona eigentlich gewohnt waren. Wenn jetzt ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, ich bin noch nicht in Südostasien tätig, ich möchte diesen oder jenen Markt bearbeiten, gibt es irgendwas aus deiner Firmenerfahrung, wo du sagst, oh, das war jetzt vielleicht, das sollte man vielleicht anders anlegen oder diesen einen besonderen Tipp hätte ich? Im Gesamten natürlich muss man den Marktaufbau in Asiatischen sehr unterschiedlich betrachten und es muss natürlich immer sehr stark auf die Rahmenbedingungen, denn natürlich dem damit verbundenen Risiko, wie wir es bereits gehört haben aus der finanziellen Sichtweise, dem Kraftwerk oder den Wasserkraft oder den überhauptigen Potenzial, welches eben am Markt verfügbar ist. Aber natürlich auch die Bürokratie darf man nicht unterschätzen, die was auch in jedem Land entsprechend unterschiedlich ist. Und auf das muss man sich eben entsprechend abstimmen und es muss auch unterschiedlich gehandhabt werden. Aus Global Hydro Sicht, unserer Sicht, wie wir das bis jetzt gemacht haben, arbeiten wir mit einer Strategie, wo wir nur lokale Sales Reps in jedem eigenen Land oder eben sogar eigene Niederlassungen in einem Land eben haben. Und da haben wir mittlerweile eigentlich in der Region Südostasien bereits 4 Firmen, die gegründet wurden, eben um entsprechend vor Ort aktiv sein zu können. Und genau diese Strategie hat uns natürlich auch diese Chance gegeben, dass wir relativ gut im Bereich Vertrieb natürlich, voran einmal die Projektabwicklung an und für sich, natürlich auch dann die Montage und Inbetriebnahme, doch halbwegs gut durch diese Situation gekommen sind, mit unseren Kunden weiterhin kommunizieren konnten und unsere Präsenz am Markt vor Ort eigentlich auch entsprechend darstellen konnten. Weiters haben wir es natürlich dann geschafft durch eine hohe Flexibilität aller Beteiligten, im Speziellen natürlich auch der Kunden, unserer Mitarbeiter, sehr viel in einer digitalen Form zu erledigen. Hier haben wir eigentlich den großen Vorteil gehabt, dass natürlich die Digitalisierungsoffensiven, die auch in gewisser Weise gefördert wurden, natürlich dazu beigetragen haben. Und so haben eben Wasserkraftwerke angefangen, sogar in Asien, auf den Philippinen und glücklicherweise sogar noch 3 Monate vor Krisenbeginn. Aber wir haben natürlich auch auf anderen Märkten eben und anderen Kontinenten das gesamte elektromechanische Equipment für Wasserkraftwerke dort unter der Anleitung von einem österreichischen Supervisor in digitaler Verbindung mit einem Vor-Ort-Personal, das natürlich mehr oder weniger gut qualifiziert ist, entsprechend zu installieren und auch sogar in Betrieb zu nehmen. Diese Vorgangsweise alleine, die war für unsere Kunden und natürlich aber auch für uns selbst vor 2 Jahren noch komplett undenkbar eigentlich. Und abhängig natürlich vom Produkt, das ist eigentlich für jeden Exporteur und Importeur nach Südostasien oder Asien allgemein wichtig, dass man eben doch
eine Strategie verfolgt, so wie wir sie auch verfolgen, um dieses hungrige Asien irgendwie immer bedienen zu können. Und da sollte man doch eben berücksichtigen, eine Thematik, die eben für mich lautet ganz stark Leben und Leben lassen. Ja. Wir bei Global Hydro setzen das eben in einer Form um, wo wir lokale Beschaffungen machen und natürlich auch in gewissen Märkten, wo wir unsere Niederlassungen bereits gegründet haben, einen entsprechenden Know-how-Aufbau durchführen, um vor Ort mit einem fachlichen Potenzial auch dann unseren Kunden zur Verfügung zu stehen. Ja, vielen Dank. Das heißt, wenn ich das kurz mal zusammenfassen darf oder das, was mir jetzt so hängen geblieben ist, Asien aus der Ferne zu bearbeiten, schwierig. Man muss sich dann tatsächlich vor Ort auch lokal Niederlassungen oder Sales Reps gönnen, wenn man so will, um dann wirklich auch vor Ort präsent zu sein und dann auch mit lokalen Partnern gemeinsam zu arbeiten und sich zu vernetzen. Das ist vollkommen richtig, ja. Also das Thema ist für uns natürlich auch ganz klar, dass wir mit diesen lokalen Partnern eben vor Ort den Kunden langfristig betreuen können. Speziell in so einer langfristigen Technologie wie Wasserkraft, wo wir über mehrere Jahre in der Projektentwicklung, über mehrere Jahre in der Projektrealisierung und natürlich dann sehr wichtig auch für uns, für die Zukunft der Betrieb der Anlage, ganz wichtig ist eben, um auch dem Kunden vor Ort zur Verfügung zu stehen. Und das heißt, die persönliche Beziehung ist natürlich wichtig und die können wir aktuell momentan nur über digitale Meetings abhalten. Wir hoffen natürlich sehr stark, dass es relativ schnell wieder gehen wird, dass wir auch unsere persönlichen Kontakte weiterhin pflegen können. Aber es ist natürlich, ich glaube, es ist fast weltweit, aber ich würde schon sagen, dass Asien hier auch sehr stark darauf pocht, dass eben der persönliche Kontakt zwischen den Menschen das Um und Auf ist. Und natürlich empfehle ich hier aus dieser Sichtweise alleine, entsprechende Seilschaften schon frühzeitig zu gründen und aufzubauen, damit man eben auch in schwierigen Zeiten entsprechend gut durch Krisen steuern und entsprechend auch wieder, was jetzt für uns jetzt sehr wichtig ist, wieder früh nach irgendwelchen Pandemien, Epidemien wieder am Markt sein zu können. Dankeschön. Ja, beim Thema Seilschaften und Partnerschaften wäre ich dann schon wieder fast bei dir, Christina, wenn es darum geht, Partner vor Ort dann auch zu finden oder zu evaluieren, wer wäre denn vielleicht mein richtiger Ansprechpartner, dann dürfen sich die Unternehmen natürlich wieder vertrauensvoll auch an unser Außenwirtschaftscenter vor Ort wenden. Richtig? Natürlich. Sehr gerne, genau. Sogar. Wir freuen uns. Wir freuen uns drauf. Ja, Christina, dann bleibe ich gleich bei dir. Jetzt abschließend, jetzt haben wir doch eine Zeit lang über die diversesten Projekte gehört. Wo entwickelt sich die Infrastruktur? Was habe ich für finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten oder Anreize? So das Licht am Ende des Corona-Tunnels, sagen wir mal so. So ein bisschen ein Ausblick in Zeiten, wo wir alle wieder reisen können, wo das Geschäftsleben jetzt vielleicht wieder einfacher wird und man auch seine Kontakte vor Ort wieder pflegen kann. Was möchtest du uns da vielleicht noch mit auf den Weg geben? Zwei Dinge möchte ich gerne mit auf den Weg geben. Auf der einen Seite, oder das erste ist, Asien ist der dynamischste Markt oder die dynamischste Weltregion schlechthin. Also man kann den Markt als Exporteur einfach nicht mehr links liegen lassen oder aus den Augen lassen. Nach der Krise, wir sehen jetzt bereits schon für 2020 die Wachstum, oder 2021, Entschuldigung, die Wachstumsraten, die man projiziert für die Märkte in dieser Region, die natürlich schon eindrucksvoll sind, teilweise mit China allen voran mit 8%, aber auch Indien, wo man auch davon ausgeht, dass auch hier zweistelliges Wachstum möglich ist, beziehungsweise Vietnam mit 4,4% etc. Also da geht schon richtig was weiter, auch jetzt 2021 und dann natürlich 2022, 2023. Also ein Markt, ein riesiger Markt, den man bitte nicht links liegen lässt. Und das Zweite, was ich mitgeben möchte, ist etwas Sportlicheres. Man sollte ein bisschen eine Surfer-Mentalität sich angewöhnen. Und der Ewald hat das eh auch schon auch aufgebracht. Ein erfolgreicher Surfer ist im Wasser, bevor die Welle kommt. Also man rennt mit dem Surfboard hinaus
und ist dann draußen im Wasser und dann kann man, wenn die Welle kommt, auf der Welle reiten. Und das ist ein bisschen auch das Bild, das ich jetzt vielleicht im Abschluss allen noch mitgeben möchte. Am Markt zu sein, da zu sein, präsent zu sein, um dann, wenn es dann auch, wenn es dann wieder richtig losgeht, beziehungsweise wenn dann die Produkte angefordert werden, dann auch schon da zu sein und einfach das Surf vorzunehmen, sich raufzuschwingen und dann die Welle reinzureiten. Also bitte, bitte nicht vergessen und uns immer auch kontaktieren, unsere Büros. Wir sind ja schließlich für Sie da. Und das würde uns freuen, wenn Sie sich bei uns melden. Danke dir. Ja, dann gebe ich das Wort gleich weiter an Herrn Peter-Estian Hölzl. Aus Ihrer Sicht, aus Sicht der EDB, was ist das Licht am Ende des Tunnels? Was sind so Ihre vielleicht auch persönlichen Ausblicke für die Zukunft für unsere Unternehmen? Ja, vielen Dank. Ich glaube, unser Panel hat schon sehr gut einen Überblick geliefert. Es klingt vielleicht abgedroschen, aber jede Krise bietet auch Chancen. Und grüne Technologien und resiliente Infrastruktur sind gefragt, ebenso Investitionen in Digitalisierung und Gesundheit. Und wenn das gelingt und auch der Wiederaufbau grün und inklusiv und resilient vollzogen wird, dann werden zukünftige Generationen profitieren. Die EDB Procurement Policy berücksichtigt Qualität und Value for Money, Lifecycle Cost. Und ich glaube, das sind alles Bedingungen und Hintergründe, vor denen wirklich ganz gute Geschäftschancen für österreichische Unternehmen bestehen. Und ich kann auch anbieten zusammen mit der Wirtschaftskammer hier unterstützend tätig zu sein. Vielen Dank. Herr Schipfer, aus Sicht der ÖKB, worauf liegt der Fokus für Post-Covid? Ja, Dankeschön. Bevor ich zu einigen allgemeinen Tipps komme, die jetzt alle Länder eigentlich betreffen, nicht nur Asien, vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu dem, was Herr Karl gesagt hat, nämlich leben und leben lassen. Die Exportförderung selber ist natürlich dazu da, dass wir österreichische Wertschöpfung hauptsächlich unterstützen und fördern. Aber selbstverständlich sind bei größeren Projekten immer wieder Zulieferungen aus Drittländern und auch lokale Kosten drinnen. Und da hat gerade vor einigen Tagen die OECD, Gott sei Dank und auch auf Drängen von Österreich, eine Regeländerung beschlossen, nämlich dass wir in Zukunft bis zu 50% lokale Kosten mit versichern, mit unterstützen dürfen. Das war bisher sehr limitiert, aber in einem Einzelfall, nicht, dass wir es immer ausreizen wollen, aber in einem Einzelfall kann es durchaus Sinn machen, die lokalen Kapazitäten, die lokalen Ressourcen zu integrieren, stärker zu integrieren als in der Vergangenheit, weil die Länder, die Käuferländer zu Recht sagen, naja, jetzt habt ihr uns da Direktinvestitionen geliefert und Kapazitäten aufgebaut und trotzdem wollt ihr Projekte nur aus euren Ländern liefern. Also auch eine kleine Erleichterung. Zu dem Tipp selber, ich kann nur bitte appellieren, bieten Sie als Exporteur Ihren Käufern, Ihren möglichen, Ihren Interessenten nicht nur die gescheiten Technologien aus Österreich an, sondern auch immer auch eine Finanzierung dazu. Weil es gibt zwar weltweit viel Liquidität, aber die scheint offenbar bei den Käufern oft nicht anzukommen. Und die brauchen sehr oft Kredit. Und das gemeinsame Angebot kommt besser an, als halt nur, Anführungszeichen, eine gescheite technische Lösung. Und wir kommen als Kontrollbank bitte auch gerne zu Ihnen, wenn Sie mal so Außendienst-Mitarbeiter-Tagungen haben und erzählen Ihren oft technischen Außendienstmenschen, dass das keine Hexerei ist, Finanzierungen auch mit anzubieten. Dann weiterer Tipp, Begleitnutzen von Projekten. Also die Banken, aber auch die Kreditversicherungen lechzen richtig gern danach, dass sie nicht nur Bilanzzahlen anschauen können, sondern auch den Nebennutzen, Anführungszeichen, jetzt von Projekten, nämlich Auswirkungen auf Klima oder auf die Gesellschaft. Das sind alles positiver, die bei Kreditentscheidungen mit einfließen. Und sammeln Sie diese Aspekte und schildern Sie sie den Banken. Die sind ja auch interessiert, wegen ihrer Green Bonds, solche Projekte mehr ins Portfolio zu kriegen als in der Vergangenheit. Und schließlich, Asian Development Bank, machen Sie sich bei den Entwicklungsbanken, bei den IFIS bekannter.
schauen Sie, dass Sie dort in die Datenbanken hineinkommen, weil auch das erhöht die Auftragschancen, weil immer wieder eben Direktvergaben möglich sind. Und wenn jetzt nicht bekannt ist, was Sie alles im Produktfächer haben, ja, dann kommen halt leider andere zum Zug. Also machen Sie sich dort bekannt. Ist nicht immer einfach, aber es geht. Ja, und finalement natürlich, Christine hat schon Werbung gemacht, reden Sie bitte wirklich mit den Wirtschaftsdelegierten, reden Sie mit der Kontrollbank so früh wie möglich und schauen Sie auch, dass Sie eine Bank ins Boot bringen. Danke. Dankeschön. Dann, ja, wieder last but not least, Ewald, deine Worte zum Abschluss. Ja, dankeschön. Wie bereits Christina bereits gesagt hat, vorbereitet sein, um die Welle reiten zu können. Oder wie wir im Müllviertel sagen, du musst vorbereitet sein, um zu schneiden, wenn Schnitt ist. Ja? Und das ist natürlich ein Thema, wo ich glaube, das müssen wir alle berücksichtigen und auch entsprechend beherzigen. Dann passiert eben das nicht, dass man sagt, okay, eine Krise, wie wir sie jetzt haben, schmeißt einen direkt gleich aus der Bahn. Und mit einem gewissen Optimismus natürlich würde ich schon auch sagen, ja, es ist möglich. Und oder wie es früher mal bei einem Präsidenten geheißen hat, yes, we can. Und das können wir aus Österreich perfekt, muss ich sagen. Das beweisen ja nicht nur wir, sondern auch viele andere Firmen, auch in solchen Situationen wirklich kreativ zu sein, zu pushen, mehr denn je zuvor aktiv am Markt zu sein. Und ich kann da nur jetzt wiederum aus unserem letztjährigen Ergebnis herausplaudern, wo wir also gesagt haben, wir haben eigentlich neun neue Länder bearbeitet und Aufträge erhalten, wo wir vorher nicht aktiv waren. Und wir haben den größten Auftrags- und Ordereingang gehabt in diesem Corona-Jahr bis Ende März, jetzt den letzten März, in dieser Pandemiesituation. Ja. Das ist genau das Thema, um das zurückzuführen. Zur rechten Zeit am richtigen Ort zu sein, sich richtig aufzustellen. Und das wünsche ich natürlich auch allen österreichischen Unternehmen, um eben einen entsprechenden Erfolg im Endeffekt von dieser großartigen Region Asien oder irgendwie auch andiskutiert Südostasien, speziell auch sehr boomende Region, entsprechend sichern zu können. Ja, herzlichen Dank. Das waren eigentlich schon fast die perfekten Schlussworte. Schöner kann man es schon gar nicht mehr formulieren. Ja, was nehme ich jetzt auch kurz mit? Be a Surfer, reiten Sie die Welle, waren ganz wichtige Hinweise. Und eigentlich auch Together We Are Strong. Man braucht Partnerschaften, man braucht Seilschaften und auch ein Netzwerk, das einem bei so einem großartigen Vorhaben wie eine neue Region zu erobern unterstützt. Und ich glaube, da ist die Wirtschaftskammer und auch die Außenwirtschaft außer gemeinsam mit der ÖKB natürlich auch immer dabei, sie alle zu unterstützen. Ich möchte mich ganz herzlich zunächst einmal bei meinen Referentinnen und Referenten ganz herzlich bedanken für ein sehr kurzweiliges Panel und natürlich auch bei Ihnen, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich hoffe, es war sehr viel Spannendes und Neues für Sie dabei. Für Fragen stehen wir natürlich auch jederzeit im Nachhinein gerne zur Verfügung und stellen die entsprechenden Kontakte auch dann direkt her. Dankeschön und auf Wiedersehen.